Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es, wie du es im Titel schon gesehen hast, so ein bisschen um den Mythos der einen Frau, der einen richtigen Frau, des Soulmates, sagt man ja auch, gehen. Und ich möchte dir erklären, warum das ganz, ganz schädlich für deinen Erfolg mit Frauen ist. Bevor wir jetzt aber ins Video durchstarten, im ersten Link in der Beschreibung kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Ich habe für den Winter noch ein paar Coachingplätze frei, bin relativ krass ausgebucht momentan. Wenn du wirklich erfolgreich mit Frauen lernen werden willst, wenn du einen Mentor an deiner Seite haben willst, der jahrelange Erfahrung hat, dann kannst du dich, ersten Link in der Beschreibung, für ein Coaching bei mir bewerben. Dann machen wir ein kostenloses Coaching-Beratungsgespräch und schauen mal, ob du bei mir Coaching dabei sein kannst und wie das allgemein aussieht. Jetzt starten wir mal das Video durch, und zwar so Mythos Soulmate, Mythos der eine, die eine. Und ich denke, ich muss das nicht genau erklären und du weißt, wovon ich rede. So einfach diese klassische Annahme, es gibt eine perfekte Frau für mich, es gibt einen perfekten Mann für mich da draußen, den ich finden muss, und wenn ich ihn gefunden habe, dann ist alles toll und mein Leben ist super glücklich. Auf dieser Vorstellung bauen ja die Flirt- und Beziehungsvorgehensweisen von ganz, ganz vielen Menschen auf, und das ist super problematisch. Also es ist richtig, richtig problematisch. Ich folge der Philosophie, es gibt da draußen einige Frauen, die gut zu dir passen, und viele Frauen, die nicht so gut zu dir passen. Also es gibt draußen Frauen, die gut zu dir passen, es gibt Frauen, die nicht so gut zu dir passen. Es gibt da draußen Männer, die gut zu Frauen passen, Männer, die weniger gut zu Frauen passen. Aber es gibt nicht diese eine perfekte, super krasse Soulmate-Person, sondern es gibt einfach viele Frauen, die passen, und viele, die nicht passen. So, manche passen besser, manche passen schlechter. So, und was das halt macht, dass man vielleicht nimmt man das so wahr, okay, das entromantifiziert das so ein bisschen, das macht es ein bisschen weniger besonders, aber natürlich macht es das ein bisschen weniger besonders, aber es macht es ein bisschen realer. Denn ich will dir ein paar Probleme zeigen von diesem Soulmate, sie ist die eine Ding. Eins der größten Probleme ist, dass Männer in Beziehungen komplett untergehen. Ja, das kennst du vielleicht selbst, dass du in einer Beziehung abhängig von der Frau wirst, dass du alles für die Frau tust, dass du alles stehen und liegen lässt für die Frau, weil du Angst hast, sie zu verlieren. Wenn es dir wie mir geht, dann kennst du das auf jeden Fall und hattest das schon mal. Und das kommt einfach daher, dass wir denken, wenn wir mit einer Person zusammen sind, das ist die eine Person, sie ist die eine für mich. Ja, und dann denkst du, sie ist die eine. Und was bedeutet das, wenn du denkst, sie ist die eine? Ja, also laut dieser Geschichte heißt das ja, das ist diese eine Frau, die du im Leben treffen wirst, die du unbedingt festhalten musst, weil dann wirst du super glücklich sein. Und das bedeutet, dass du alles tun wirst, um diese Frau zu behalten, dass du total bedürftig bist und dass du natürlich Angst hast, sie zu verlieren. Ja, wenn das diese eine Sache ist, diese eine Frau, die perfekt zu dir im Leben passt, dann hast du natürlich Angst, sie zu verlieren. Das ist ja, das ist die logische Konsequenz aus diesem Gedanken der einen Frau, die perfekt für dich ist. Natürlich hast du dann Angst, sie zu verlieren. Und wenn du Angst hast, sie zu verlieren, dann investierst du viel zu viel. Wir haben sicherlich schon mal darüber geredet, dass Investment in einer Beziehung, wenn das so ist, dass du so viel investierst und die Frau so viel investiert, dann bist du bedürftig. Dann hast du so eine Beziehung, wo du der Frau hinterherläufst, wo du nicht mal mit der Frau schläfst, wo keine Anziehung mehr in der Beziehung besteht. Also wenn deine Beziehung leidenschaftslos und anziehungslos ist, dann liegt das daran, dass du viel mehr investierst als die Frau. Ja, die Frau sieht dich nicht mehr als wertvollen, attraktiven Mann, sondern die Frau sieht dich eher als Typen, den sie so ein bisschen an der Backe hat und mit dem sie jetzt gerade leider zusammen ist und vielleicht auch gar keinen Bock mehr darauf hat. Und das kommt alles daher, aus diesem Mythos, die eine Frau, der Soulmate, da kommt das alles her. Weil wenn du das denkst, dann hast du Angst, sie zu verlieren, weil das ist deine eine Chance auf Glück im Leben. So, und ja, es ist einfach auch falsch. Es ist einfach nicht korrekt. Also es gibt viele Frauen da draußen, die passen gut zu dir, und einige, die passen nicht gut zu dir. Und diese Frau ist einfach eine von den Frauen, die gut zu dir passen. Und du kannst jederzeit wieder eine Frau finden, die gut zu dir passt. Das heißt, wenn es jetzt mit dieser Frau nicht funktioniert, ja, wenn die Beziehung mit dieser Frau nicht funktioniert, dann ist es kein Weltuntergang. Ja, und das ist auch der Grund, warum Männer nach einer Beziehung immer, und ich kenne das ja auch von mir, das war bei mir auch so, warum Männer nach einer Beziehung immer in so ein riesiges, tiefes Loch fallen und erstmal für Monate oder teilweise ein halbes Jahr bis ein Jahr komplett fertig sind, der Frau hinterher trauen und die Frau einfach nicht loslassen können. Ist es bei Frauen natürlich auch so, bei Männern aber nochmal extremer. Die Frau einfach nicht loslassen können, weil sie sich denken, scheiße, das war die eine Chance, die ich hatte, und ich habe sie versaut und ich will sie unbedingt wiederhaben. Und dann machen sie einfach viel zu viel und versuchen, sie wiederzubekommen, und natürlich funktioniert das nicht. Also
Wenn du in der Beziehung so viel Investment gemacht hast und sie so viel und deswegen ist die Beziehung in die Brüche gegangen, wirst du sie nicht wiederbekommen, indem du so viel Investment machst. Ja? Und dann sagt man uns in der Gesellschaft immer, ja, du musst einfach mehr tun, du musst dich einfach mehr um die Frau kümmern, du musst einfach mehr geben, liebevoller sein, mehr auf die Wünsche der Frau eingehen. Aber das sorgt noch nur mehr dafür, dass du die Frau loswirst, dass die Frau keine Lust auf dich hat, dass das Investmentniveau noch schlechter wird. Mit so einem Investment in einer Beziehung läuft eine Beziehung nicht zufriedenstellend. Dann ist das keine leidenschaftliche und sexuelle Beziehung, dann ist das eine langweilige Beziehung, in der sie eigentlich gar keinen Bock mehr auf dich hat. Und all das kommt von diesem Mythos der einen des Soulmates. Und ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, viele von den Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe, haben so Wahrheiten aufgedeckt, die schwierig zu verdauen sind. Natürlich will man das optimalerweise so sehen, so, oh, es gibt die eine für mich und Liebe ist so eine tolle und faire Sache und Liebe ist so vom Herzen aus und überhaupt nicht eigennützig und wenn wir zusammen sind, wird sie mich für immer lieben und mich nie für einen anderen Mann verlassen und all das sind Sachen, die sind einfach nicht wahr. Die Realität sieht einfach anders aus und die Realität sieht auch bei diesem Soulmate-Ding anders aus. Ja, die Realität ist einfach, wie ich schon gesagt habe, es gibt viele, die gut zu dir passen und viele, die überhaupt nicht zu dir passen und welche, die so mittelmäßig zu dir passen, mit denen du dann vielleicht eine Affäre hast oder ein bisschen schläfst. Ja, und irgendwann findest du halt eine von denen, die gut zu dir passen und mit denen kommst du dann vielleicht zusammen. Ja, und da findest du vielleicht danach noch eine andere, die gut zu dir passt und vielleicht heiratest du sie. Kommt halt immer darauf an, in welchem Stadium deines Lebens du gerade bist. Habe ich ja schon mal gesagt, wenn du ein Mann bist, so bleib erstmal bis 30 Single, ganz entspannt und mach sehr offene Dinge und danach kannst du dann über Heirat nachdenken, denn dann bist du auf deinem sexuellen Marktwert Höhepunkt. Also dieser Mythos des Soulmate, verabschiede dich einfach davon. Ja, und vielleicht ist das schmerzhaft am Anfang und du möchtest unbedingt an dieser romantifizierten Vorstellung festhalten, aber es ist halt mehr eine Fantasie. Und es ist eine Fantasie, die deinen Erfolg mit Frauen bedeutend verschlechtert und nicht verbessert. Denn der Witz ist, du kommst auch leichter in eine Beziehung rein, wenn du nicht unbedingt nach einer Beziehung suchst. Also wenn du so verkrampft nach einer Beziehung suchst, dann wirst du halt nicht entspannt mit den Frauen umgehen, dann wirst du nicht entspannt, flirty und anziehend mit den Frauen umgehen, sondern du wirst gleich so sein, hey, ich will gucken, ob du für eine Beziehung passt, hey, möchtest du auch eine Beziehung, sind wir jetzt in einer Beziehung, wann können wir denn in eine Beziehung, ich möchte mit dir in eine Beziehung. Aber wenn du halt entspannt an die Serie rangehst, ja, wenn du erstmal quasi sagst, oh, Beziehung, ja, vielleicht bin ich nicht so interessiert dran, dann wird die Frau tatsächlich die Beziehung mit dir wollen, weil du halt nicht so bedürftig nach dieser Beziehung bist. Aber all das kann nur Fuß fassen, wenn du dich zuallererst mal von diesem Mythos verabschiedest. Wenn du zuallererst mal siehst, hey, es gibt viele Frauen da draußen, die passen gut und welche, die passen nicht so gut. Das bedeutet natürlich auch für dich, dass du rausgehen musst und diese Frauen kennenlernen musst. Das ist die Schlussfolgerung daraus, auf die manche Männer auch keinen Bock haben. Denn wenn man sagt, es gibt diesen Mythos der einen Frau, dann kannst du dich als Mann nämlich einfach auf dein Sofa setzen und natürlich lernst du irgendwann mal durch Zufall in deinem Leben eine Frau kennen. Und dann kannst du einfach sagen, hey, das ist die eine perfekte Frau für mich und kannst einfach all deine Energie in diese Frau investieren. Aber wenn du diese andere Einstellung adaptierst, wenn du sagst, hey, es gibt viele Frauen, die gut passen und auch einige, die nicht so gut passen, dann musst du halt rausgehen, dann musst du halt diese Frauen kennenlernen, dann musst du halt auch aktiv werden. Und da haben viele Männer gar keinen Bock drauf. Das heißt, viel, was Erfolg mit Frauen angeht oder viel Misserfolg mit Frauen, hängt immer davon ab, dass man so seltsame Einstellungen zu Dingen hat. Ja, wenn du der Überzeugung bist, Frauen gehen in eine Beziehung niemals fremd oder meine Frau würde mir niemals fremd gehen, dann unterschätzt du ganz, ganz stark sexuelle Dynamiken, die zum Tragen kommen können. Wenn du deiner Frau in der Beziehung hinterherläufst, wenn du viel mehr investierst als sie und dann ist zum Beispiel deine Frau in irgendeinem, keine Ahnung, Urlaub mit ihren Freundinnen und trefft einen richtig attraktiven, sexy Typ, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich total zu ihm hingezogen fühlt und gerne mit ihm schlafen will und vielleicht auch fremd geht, die ist halt einfach auch gegeben. Sowas passiert halt. Also, ich sage nicht, dass das immer passiert. Wenn du einfach ein wertvoller, cooler Mann bist und sie sieht dich als wertvollen, coolen Mann und du arbeitest auch stetig dran, ein wertvoller und toller Mann zu sein, und darum geht es auf diesem Channel, deswegen folgst du mir ja, dann wird sie natürlich bei dir bleiben, dann wird sie keinen anderen Mann für dich auswechseln wollen. Aber es ist nun mal so, dass Frauen stetig nach dem wertvollsten Mann suchen und den an ihrer Seite haben wollen. Das ist einfach so. Ich meine, es ist ja bei dir auch so. Wenn du wüsstest, hey, ich könnte alle heißen Frauen haben, dann würdest du wahrscheinlich auch immer die heißeste Frau haben wollen, die cool ist. Das ist ja ganz normal. Und ein großer Teil von Erfolg mit Flirten ist, mit diesen Wahrheiten, diesen unangenehmen Wahrheiten entspannt und cool zu werden. Und auch diese Fantasien, wie zum Beispiel die eine und Soulmate-Myth, also diesen Soulmate-Mythos, die einfach auch als Mythos zu erkennen. Das heißt, wenn Frauen dir dann davon erzählen oder wenn dir die Gesellschaft dann davon erzählt, da auch zuzuhören und zu sagen, ja, ist cool, dass du das so siehst, aber dich nicht davon beeinflussen zu lassen und es besser zu wissen in diesem Moment. So.
Aber dieser Soulmate-Mythos, der funktioniert halt auch für viele, weil viele Leute treffen halt nur ein, zwei Partner in ihrem Leben, haben ein, zwei Partner in ihrem Leben und dann ist es natürlich noch einfacher zu sagen, hey, das ist dieser Soulmate. Weil wenn du viel datest, dann merkst du halt, okay, es gibt tatsächlich viele Frauen, die passen sehr gut. Ich lerne immer wieder Frauen kennen, wo ich mir denke, wow, die finde ich sehr anziehend, die gefallen mir super gut. Und dann lerne ich eine andere Frau kennen und denke mir, hey, die gefällt mir auch gut, die ist auch voll anziehend, auf eine ganz andere Art und Weise, aber die finde ich auch toll, die passt auch gut zu mir. Und das wirst du merken, wenn du regelmäßig rausgehst, wenn du regelmäßig datest und wenn du einfach diesen Soulmate-Mythos mal beiseite legst. Jetzt würde mich auch interessieren, schreib mal in die Kommentare, wie ist so deine Einstellung zu diesem Soulmate-Mythos? Wie siehst du das? Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Hast du vielleicht auch schon diese Beziehungserfahrung gemacht, dass du deine Frau auf einmal super krass hinterherläufst, weil du denkst, das ist die eine Chance? Und das ist halt, das ist das Toxischste daran, dass man halt anfängt, in der Beziehung mit der Frau dann viel zu geben, viel mehr als die Frau gibt, weil du dir denkst, Alter, ich muss diese eine Frau sichern, das ist die eine Chance. Und dann geht die Beziehung in die Brüche und du hast komplett überinvestiert und dann bist du halt erstmal für ein halbes Jahr komplett am Arsch und musst dein Leben von vorne aufbauen. Und wenn dir das zu oft passiert, keine Ahnung, also es gibt auch Leute, die bringen sich dann einfach um. So, das ist auch so eine Sache. Es gibt dann einfach Männer, die merken, das war meine eine Chance, das war die eine Frau und dann bringen die sich um. Also sogar dazu kann das führen. Also erkenne einfach mal, wie gefährlich das auch teilweise ist für dich. Weil das bedeutet, das sorgt einfach dafür, dass du überinvestierst, dass du zu viel machst. So, und deswegen leg diese Einstellung ab, leg diesen Glaubenssatz ab und erhöhe damit deinen Erfolg mit Frauen. Schön, dass du da warst. Hier in der Ecke auf dem Pfeil kannst du den Channel abonnieren. Aktiviere auch die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Unter mir kannst du dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Solltest du unbedingt kennen, wenn du erfolgreich mit Frauen sein willst. Und unten in der Ecke kommst du zu einem kleinen Lay-Report, also einer Geschichte von einer Verführung, die ich dir erzählen möchte von letzten Donnerstag. Schau es dir mal an. Freue mich drauf, dich am Donnerstag wiederzusehen. Bis dahin, ciao.